Im ersten Moment ist der Reflex natürlich da und das ist auch was Wahres dran, dass das jetzt für die Aktienkultur jetzt kein Feuerwerk war, was da passiert ist. Ne? Also das wird auch sicherlich einige Anleger in ihrer Skepsis bestätigen, dass das, was da am Aktienmarkt passiert, in irgendeiner Form Teufelszeug ist oder Spielcasino. Das ist in der Essenz sogar richtig, ja, weil wir uns ja hier in einem Spezialgebiet der Einzelinvestments bewegen. Also ja, es hat eine einzelne Aktie jetzt tatsächlich erwischt, was sehr, sehr tragisch ist für die einzelnen Anleger, was aber was anders ist, als wenn jetzt ein ganzer Markt implodiert wäre. Ja, also wenn jetzt, sagen wir mal, ähnlich wie in den 80er Jahren in Japan aufgrund einer Immobilienblase da ein ganzer Markt um 50% einbricht. Das ist schwierig. Ne? Nebenbei gesagt, kann man auch das heilen, indem man sich noch breiter aufstellt als nur in einem Land. Aber es ist sicherlich eine Wirkung, die im ersten Moment sehr negativ aufstößt. Ganz eindeutig und unumwunden schlecht würden wir das Ganze jetzt eben nicht beurteilen. Schon anfangs angeklungen, dass das auch eine durchaus positive Signalwirkung haben kann, dergestalt, dass es eben gerade nicht sinnvoll ist, so wie es Christian gerade angedeutet hat, wie es auch Profis teilweise machen, eben einzelne Aktien jetzt mal ganz unabhängig vom Fall Wirecard, ja, den ja so auch keiner hat kommen sehen. Ja. Es gibt auch andere Aktien, die 40, 50% verlieren, nicht weil sie betrogen haben in der Geschäftsführung, sondern weil einfach die Geschäfte schlecht laufen. Das ist einfach keine gute Strategie ist, einzelne Werte mit zweistelligen Prozentquoten im Depot zu führen. Bei Wirecard hätte es schon ausgereicht, wenn man nur in Anführungsstrichen 5, 6% gehabt hätte. Ja, das rendiert unter Umständen schon ein, zwei Jahresrenditen aus. Und und das ist auch unsere große Hoffnung, dass das auch eine heilsame Lehre ist und damit auch eine positive Wirkung auf die Aktienkultur, auch wenn man es vielleicht anfangs nicht meint, wenn man die Schlagzeilen liest, dass es halt zur Einsicht führt, dass eben Spekulieren, was es letzten Endes ist, spekulieren in Einzelwerten eben nicht die Lösung ist, sondern eine möglichst breite Streuung, wo Wirecard dann vielleicht irgendwo vorkommt im Portfolio, aber eben mit so einer kleinen Quote, dass es keinen Schaden anrichtet.